Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play von Coole Games. Diesmal will ich die Geschichte von Metro 2033 spielen. Ein Spiel, was auf dem Roman eines russischen Schriftstellers aus dem Jahre 2007 basiert. Dabei handelt es sich um eine fiktive Zukunft nach einem Atomkrieg, wo sich die Menschheit in die Tunnel der russischen Metro zurückgezogen haben. Ich habe das Spiel schon mal angespielt. Ich muss mal leise machen. Ja, ich habe das Spiel schon mal angespielt, um mich ein bisschen mit der Steuerung vertraut zu machen. Also, ich kann sagen, die Atmosphäre, die ist sehr gut gelungen. Die Geschichte ist auch fließend gut. Was mich ein bisschen stört, ist die Steuerung der Maus. Die finde ich etwas schwammig. So, die alten Spielstände gelöscht. Wir spielen auf normal, da wir ja in 4 gesehen haben, dass ich sogar auf der Tunnel wurde kälter. Schwierigkeit. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Tja, das wird sich noch herausstellen. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Hab dich! Gott sei Dank. Ja! Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Okay, der Fahrstuhl geht nicht. Öffne das Tor, ich gebe dir Deckung. Ja, ist hier gut. Öffne das Tor. Ich gebe dir Deckung. Komm ich nicht rein, ne? Öffne das Tor. Ich gebe dir Deckung. Kliuchi. Was heißt denn das? Schlüssel oder was? Na gut. Öffne das Tor. Ich gebe dir Deckung. Komm, gib mir meine Hand. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Aha. Nee, ich behalte die Waffe. Bereit, Artyom? Mir nach. Wieder das Licht an.
Okay, auf nach oben. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Trocken. Okay. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Aha. Zu sehen, wie lange der Feld danach hält, können Sie auf Ihre Uhr schauen, indem Sie F4 drücken. Gut, das habe ich jetzt. Lade deine Waffe! Da kommen sie! Das hast du doch gut allein hingekriegt. Versuchen wir es mal mit sie! Artyom, lass uns gemeinsam ziehen! Ja. Hilf mir mal, Artyom! Ich bin doch erstmal um sie. Ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen! Ulmar, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Was ist das denn? Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Eine Leiche. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Und da sind sie. Du so schnell her. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Bildet einen Kreis. Ruhig bleiben! Achtet auf eure Kehrseite, Jungs! Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Scheiße! Feuer frei! Ich
Aua! Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Mhm. Der Freund meines Stiefvaters... Schön, Moskau. Venedig. Keine Ahnung. St. Petersburg. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Krankheiten. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Hallo, Artyom. Sie vor. Sie jagen, abknallen. Das ist nicht mal lustig. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Nichts. Niemand zu Hause. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Ja, schauen wir mal. Sergei, habt ihr meinen Sergei gesehen? Ruhig. Mami, müssen wir noch lange warten? Mein Bruder ist in Krankenhaus. Gehen wir, Artyom. Ich verstehe. Der Arzt hat nichts gesagt. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Petro. Was ist mit Alexei? Er war viele aber wollen die Station verlassen. Ah, du bist es. Alexei war dabei. Hat ihn jemand gesehen? Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, komm er rein, Alex. Hallo, Artyom. Hallo. Komisch, dass ich schon eine Taschenlampe habe. Die Leute wollen ihre Verwandten sehen. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Komme nicht dran. Ich komme nicht. Nein. Nein, bleiben Sie von mir weg. Sehr gut. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Mutanten, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter! Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange ist die Wurzel her, vom Baum? Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen.
Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Echt? Hast du mir was mitgebracht? Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Panther, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, los. Hol dir schnell deine Waffe. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Jo, bist du okay? Na klar. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlass mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Sparta. Hunter war nicht zurückgekommen.
Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Вот что, перевертаться, бабушка, здорово! Вот что, перевертаться, кушает компот! Вот что... Sie haben gerade ein paar Magazine mit Militärbomben erhalten. Die Qualität und Schusskraft dieser Patronen von vor der Apokalypse machen sie sehr wertvoll. Militärmoon kann bei Händlern als Währung zum Kauf erwerben. Ach so, ja, hier. In dem Spiel hat man ja Munition als Währung und kein Gold oder Geld. Aha. Besorgen Sie sich in der Waffenkammer Ihre Ausrüstung. Alles ziemlich detailliert hier. Da liegt sogar das Buch Metro 33 von... Ich kann zwar kyrillisch lesen, aber wenn ich mich... Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durchkommen. Ja, bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ich kann dich nicht durchlassen. Hi, Artyom. Ach, die kann ich nicht mehr anmachen. Nein, ich habe die Nase voll von diesem Mist. Du, warum gebe ich mich damit Klappe? Ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Und dass du mir nichts gut tust. Und sie hatte recht. Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Ah, nein! Scheiße. Ein Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leck dich wieder schlafen. Ja, genau, 50 Jahre. Da kommt der große Typ also rüber und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Noch eine. Ja, ist gut. Schweineköpfe. Niemand zu Hause. Überall Dreck. Nur Dreck. Leute sind Dreck. Wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter, überall! Was? Ich bin Dreck? Na, dann bist du scheiße, okay? Das ist... Bist du das, Peter? Nee.
Das hört sich nicht gut an. Pass auf, mit wem du redest. Läufst herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und scherst dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Da wird jeder sauer. Dem Abkommen nach lösen unsere Stationen dann Probleme beim Handel, der Kommunikation, hau ab, Artyom, und so weiter gemeinsam. Peter, habe ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mache mir doch solche Sorgen. Okay, Papa. Tut mir leid. Hey, du! Komm mal hierher! Sprechen verboten, hast du gehört? Und du, Artyom, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Hallo, alles klar, nehme ich an? Zumindest geht's nicht schlecht. Gott, wie kann das bloß sein? Artyom, bitte. Mein Sohn ist krank. Etwas. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Na klar. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Das sieht aus wie der Teddy von Mr. Bean. Lass uns gehen. Hey, fang mich doch. Was ist mit dir hier, Freddy Krüger? Schau mal, das ist ein richtiger Helm für Sie. Der da ist auch nicht schlecht, aber der ist genau richtig. Es gibt eine Standardmethode. Magazine mit Hotel. Wenn du es sehen kannst, kannst du es auch töten. Wäre als Vorauspatrouille und andere hinterher. Tod wäre für jene, die sich zurücklassen, sehr teuer. Ausreichend geschützt. Ein bisschen teuer. Einmal haben wir Ladung auf die übliche Weise transportiert. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Ich habe alles verloren. Alles. Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Wer ist das? Gehen wir! Bewegung, du Suchkopf! Lass mich etwas ausruhen, ja? Muss bald auf Wache. Patronentausch! Der beste Wechselkurs in der ganzen Welt. Nee. Ich habe die beste Auswahl und perfekte Kundenzufriedenheit. Hi, Artyom. Möchtest du auch einen Drink? Aber letzte Woche hatten sie die gleiche. Kein Wunder. Alles ist frisch. Noch nicht verheiratet. Frei wie ein Vogel. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund der Soldaten. Deine Truppkameraden machen dich nur langsamer oder bilden ein größeres Ziel. Jetzt gehe ich also allein auf Patrouille. Kommen Sie schon! Zweit. Eine gute Waffe ist der beste Partner! Station und der verfluchten Station. Das ist ein Sonderfall. Geh weiter! Was zum Teufel willst du? Nichts. Ich bin ja schon. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Hallo! Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten! Ich gebe dir das Buch morgen zurück, okay? Aber es hallo, nicht Artyom. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Genau. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition.
Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Ich probier's. Ich hab dann nachgeladen. Ach so, hier verbrauche ich keine Munition.